Öken, why? Why are you doing this? Please come earlier. Please hurry up. Öken, no late please. Öken. Mit diesen Worten vertrieben Ninni von Crust Punks in Love und ich uns die Zeit, als wir vor ein paar Monaten bei einem Konzert in Wiesbaden auf den Headliner Öken warteten, während alles andere schon vorbereitet war. Warum ich das hier an Anfang von dem Video stecke? Weil ich letztens in Malaga auf einem Konzert war und witzigerweise da auch Öken bzw. Öken gespielt haben. Und um das Konzert geht's hier jetzt. 2. Mai 2018 Malaga. Es ist herrlich warm draußen und das Konzert beginnt spät. Weiß gar nicht, warum in Deutschland im Sommer Konzerte eher mau besucht sind. Ich find's mega geil, erst draußen Bier zu trinken, in unserem Fall schön am Strand, und dann gut gelaunt auf ein Konzert zu schlendern. Der Revel Club ist etwas modischer, aber durchaus schick, hat einen relativ guten Sound für sein schlauchiges Dasein, ist schön düster, so dass ich etwas mit der Blende rumexperimentieren musste, und die Klos sind richtig schimmelig. Achso, und das Bier kostet 3 Euro für eine Flasche, absolut in keinem Verhältnis zum sonstigen BPI, dem Bierpreisindex, in Malaga, bei dem in einer Bar ein 0,2er Bier knapp 1 Euro kostet und am Strand ein 0,33er Flaschenbier maximal 2,50. La Trinidad aus Malaga machen den Anfang. Wir verpassen leider auch die Hälfte, sind nämlich ziemlich spät, aber das alles ist netter Garage-Sound, manchmal auch etwas crunchig und durchaus sympathisch. Ich verstehe zwar kein Wort aufgrund der Sprachbarriere von den Ansagen, aber irgendwie lachen alle und meistens dürfte es dann ja gut sein. Beziehungsweise Öken sind als zweites dran und was für Artworks, was für Songs und was für ein Brett von Sound. Mit Trommeln und Keyboard als Frontding hat es irgendwas martialisch und archaisches, aber gepaart mit Raffinesse, Kunst und Kultur. Auch meine Begleiter sind durchaus begeistert und ab sofort heißt es im ganz deutschsprachigen Raum nur noch Öken. Wer was anderes sagt, wird strandrechtlich erschossen. Hanoi liefern als letzte noch guten, knüppligen Hardcore ab, aber die Ohren klingeln noch von Öken. Trotzdem eine gute Band, die durchaus zu gefallen weiß. Danach geht's betrunken ab ins gemietete Zuhause, 15 Minuten Fußweg liegen zwischen uns und dem Zuhause, dazu 154 Stufen der gefürchteten Terrortreppen Malagas. Nichtsdestotrotz, es war wunderschön. Ja.